So, ihr habt jetzt die Möglichkeit gehabt, mir fast 7 Minuten beim Schwafeln und Kameratesten zuzuhören. Oder beziehungsweise, ich spreche jetzt das Intro, ihr habt ab jetzt die Möglichkeit, mir 7 Minuten zuzuhören. Und dann finden wir heraus, wie geil das Mic war oder halt nicht. Und deswegen das Intro. Ich mache jetzt wieder Stopp. Wer möchte, der darf. Wer möchte, der darf nicht. Es gibt auch Tipps zum Malen. Minimal und bisschen was halt zu hören von MATE, Leute. Okay. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, gute Nacht, eins, zwei und Polizei. Gut, ich teste jetzt ein weiteres Mal diese Kamera, die ich irgendwann zu Dezember bestellt habe. Die kam mit so einem Tabakbeutel. Aber ich habe sie für die Aufnahmen an der Metro benutzt und für Graffiti-Aufnahmen. MATE. Ja, habe ich jetzt zum Spaß gemacht. Ich trage mein Deathrow-Shit. Warte mal, was kann ich denn hier machen? Ja, Deathrow. Ich bin immer noch bei Deathrow. Die haben mich gesigned, Bruder. Seitdem Snoop Dogg den Shit macht, die haben mich gesigned. Ich frage mich jetzt, wie die Qualität des Mikrofons ist, das dabei war. Jetzt ist natürlich März, ne? Ich habe vergessen, was ich bezahlt habe. 200 € irgendwas. Für so Aufnahmen an sich vom Stativ aus ist schon okay. Ist nicht Baba, aber ist okay, wenn du mit Hi8 aufgewachsen bist und mittlerweile so und so viele digitale Kameras hattest und tatsächlich die Mobilfunktelefone der letzten 6 Jahre stabil dabei waren, muss ich sagen, ist okay, Baba nein. Aber egal, ich will das testen, weil was diese Kamera, mit der ich mich gerade filme, macht, sie ist viel zu laut ohne Mic. Die meisten Kameras, das integrierte Mic, es ist zu leise. Man kann das kaum hochpitchen. Man verzweifelt. Diese Kamera macht mit dem eingebauten Mic, der Hersteller heißt Monitec, irgend so ein Scheiß von Amazon aus Asien, 230 € oder so, ich weiß nicht. Ich habe mir letztes Jahr für 400 € einen Camcorder geholt, mit Mic stabil, ohne Mic stabil, auf Stativ, Tonaufnahmen super. Schlecht, Vibration, geil, Zoom von Stativ. Ohne Stativ mit Hand wackelt mies wie bei Handy. Also ich muss sagen, der Koreaner hier, Oppo, sehr geil, hatte ich nur 6 Wochen, war ich unglaublich zufrieden vor 3 Jahren oder vor 2,5. Seitdem hatte ich einen Motorola, war ganz okay. Ich hatte auch schon mal ein Alcatel-Smartphone. Ich hatte X Samsung Galaxy, also mehrere, drei, vier Stück. Das erste hatte ich 3, 4 Jahre, bin dann auch 2 Jahre mit Displayschaden rumgelaufen. Das Ding hat aber auch damals um die 600, 700 gekostet. Die beiden anderen Samsung Galaxy, die ich hatte, haben nur 200 gekostet, aber die sind mir kaputt gegangen, die sind runtergefallen. Das eine hatte ich, glaube ich, 4 Wochen und das andere leider auch. Ich hatte irgendwie so einen Sommer, gerade wo wir den Hund hatten. Einmal war der Hund mit dran schuld. Da hatte ich ein Samsung Galaxy A irgendwas und davor ein anderes, wo meine Partnerin mir so eine schöne bedruckte Hülle gegeben hat, wo wir beide drauf waren. Auf jeden Fall für diese Galaxies durch den Displayschaden plus minus 4 Wochen, 6. Dann hatte ich einen Koreaner dazwischen. Oder nach den beiden Galaxies hatte ich einen Koreaner, also dieses Oppo, da war ich super zufrieden mit. Und dann hat tatsächlich das Alcatel, das hatte miese Display schon von vornherein so, das hat dann 2 Jahre gehalten. So. Boah, ich glaube, war das 22? Ja, über den Daumen muss es 22, 21 gewesen sein. Und das war das Jahr, wo ich dann irgendwie 4 Handys verschlissen habe, was mich persönlich geärgert hat. Weil das Vorhandy vor diesen 4 Handys war nicht kaputt. Ich habe mir, glaube ich, dieses Galaxy geholt. Jetzt hatte ich natürlich zwei.
Ich habe mir ein Galaxy geholt und wollte dann nicht mehr zu dem, ich glaube, Alcatel zurück, weil zwischen dem Galaxy und dem Alcatel waren 2 Jahre vergangen. Also die Technologie, das Handy fand ich voll, voll mies. Und also brauchte ich direkt Neues. Und das wurde nochmal ein Galaxy, glaube ich. Dann das Oppo. Das hat für den Polenurlaub gehalten und so. Sehr geile Aufnahmen damit gemacht. Du kannst im Video gucken, Fotos machen. Konnte man bei dem Motorola nicht, das hat mich geärgert. Da konnte man nur während des Videos Fotos machen. Und sonst musste man Screenshot machen oder mit anderen Programmen. Mehr Aufwand, voll ärgerlich. Und ich bin jemand, der, wenn der so viele Handys zerschleißt, möchte ich halt jetzt nicht so viel Kohle ausgeben. Gut. Und mit Kameras passiert mir das auch schon mal. Das Ding ist zum Beispiel so aufgebaut, es hat einen Spiegelreflexsucher, ist aber digital und nicht eine digitale Spiegelreflex, sondern eine digitale Zoom, Linsen, irgendwas Kamera. Und ich teste jetzt extra für euch in einem YouTube-Video, das schon 5 Minuten geht. Bruder, ich mache ein Video für dich. Ich hätte mir auch eine Cappy aufsetzen können. Wie ihr seht, habe ich mir die Haare sehr kurz machen lassen und die Seiten sind grauer als vorher von dem Bart. Gut, bam. Das haben wir mit dem Klatscher gegen das Licht aus. Geht's an? Nein. Gut, da das eine Testaufnahme ist, will ich die jetzt halt nicht übertreiben. Also, diese Kamera ist sehr gut für Aufnahmen vom Stativ aus. Und der Test ist das Mikrofon. Jetzt könnte ich einsetzen. Ich habe euch letztens so ein Video gemacht mit diesem Holz. Das ist dann die Acrylseite auf jeden Fall. Sehr gut. That's the shit it looks Das weiß ich nicht mehr, aber ich glaube, das habe ich mit dem Rest weiß Acryl angestrichen. Und das ist blaue Sprühdose. Also herzlich willkommen. Ach so, ich war jetzt auch seit ungefähr Samstag, Donnerstag. Seit 11 Tagen war ich nicht im Atelier. Ich bin da. Ich habe Holz. So, falsche Seite. Ich habe Holz. Die restlichen Aufnahmen des heutigen Tages. Ich denke, falls ich male. Mich ärgert auch. Ich habe 7 Stative. Da ist eins mit Klebeband für Handy. Dieses ist eins meiner ältesten. So ein mobiles Stativ. Das nutze ich wirklich nur noch inside, so, weil das ist zu leicht. Ein großer Tipp an der Stelle, falls ihr Stative kauft, kauft schwere alte Stative. Ihr zahlt nur 30 bis 40 € im Secondhand. Die Dinger sind scheiße schwer. Wenn ihr die aufstellt, schmeißt der Wind euch die Kamera nicht kaputt. Und ihr habt 100 € gespart. Das ist der Way, wie ich arbeite, weil ich habe herausgefunden, leichte Stative und die heutige Technik ist sehr, sehr leicht. Das macht aber den Wind es viel, viel leichter, die Dinger umzuschmeißen. Ich habe so ein 8-Kilo-Stativ. Ich weiß nicht, da habe ich schon die Kamera hier benutzt für das Bild. Es war entweder der Freestyle zum Gedenken an meinen Papa. Oder der Freestyle, bevor mein Papa halt verstorben ist. Da ist nur so 3 Wochen dazwischen gewesen. Und ich habe diese Kamera benutzt. Und der Wind bewegt dieses fast 10 Kilo schwere Stativ. Und dann passiert das. Das ist nicht gut. Wäre das Stativ nicht 10 Kilo schwerer, dann wäre das passiert. Versteht ihr, dann wäre die Kamera jetzt auch hin. Auch wenn die nicht gut ist, aber kaputt ist auch nicht gut, ne? Ja, gut. Worüber könnte ich mir mit euch unterhalten? Ich denke, ich habe das sehr langweilig gestartet. Ich mache jetzt auch einen Stopp und mache jetzt ein neues Intro. Das kommt dann einfach davor. Jetzt versuche ich thematisch wieder da einzusetzen, wo ich war. Naja, boah, ich habe coole Geschenke bekommen, aber ich glaube, die habe ich schon mal erwähnt. Ich habe so komische Double-Marker bekommen, aber die sind Acryl von zwei Seiten. Finde ich geil. Nice Price-Scheiß, aber der auch noch funktioniert. Es ist halt kein typisches im Atelier-Video.
Ich gucke gleich nach den Skateboards für die Jungs, mit denen ich arbeite. Dann skate ich mit denen halt. Boah, ich freue mich total, auch wenn ich jetzt 6 Monate voller Überstunden und mehr Arbeit habe und teilweise 7 Tage die Woche eingebunden sein werde. Ich freue mich nämlich total, weil die Skate-Saison beginnt. Dann freue ich mich, ich war seit 4 Wochen trainieren, ich habe nicht viel abgenommen, aber ich bin ein bisschen fitter geworden. Ich habe doch durch Corona sehr viel zugenommen. Ein Thema, was ich hätte behandeln können, wäre, wie Corona mein Leben verändert hat. Aber das sehe ich jetzt gerade nicht. Also ich bin schon relativ zufrieden. Corona hat gar nicht so schlimm mein Leben verändert. Klar, wirtschaftlich war das auf jeden Fall eine Katastrophe. Aber andererseits habe ich vor Corona, bin ich mit meiner Partnerin zusammengekommen. Als Corona begonnen hat, waren wir fast schon ein halbes Jahr zusammen und haben diese ganzen 4 Jahre sehr gut doch dann durchgestanden. Wir sind viel, viel enger geworden. Und dadurch, dass der Arbeitsausfall so groß war, haben wir unglaublich viel Zeit miteinander verbringen können. Viel reden, gar nicht reden, auf Couch liegen, stundenlang, Tage, Wochen. Solche Sachen, das war auf jeden Fall sehr schön und intim. Letztens hat sie sich beschwert, dass ihr die Easter Eggs fehlen. Da möchte sie die Videos sehen. Da sind überall Easter Eggs. Sonst, ja, jetzt durch den neuen Job seit September bin ich natürlich anders zeitlich eingebunden. Ich habe wieder angefangen, bei der AWO zu arbeiten. Ich habe so ein Projekt gemacht für Menschen, die nicht ganz so krass betucht sind. Bis Dezember und parallel soziale Arbeit geleistet. Das ist sehr gut gelaufen. Jetzt betreue ich noch 2 Wohngruppen und mache das mit dem Kochen nicht mehr, weil das zeitlich begrenzt war. Aber ich fühle mich sehr angekommen und sehr glücklich. Hey, Brandpunkt, Leute, hey, MATE hier. Aro, Alter, du weißt schon. Für den Sommer weiß ich, es wird Workshops geben. Ich mache einen sehr geilen Hip-Hop-Workshop im August in Ennepetal. Liebe Grüße, ach so, man sieht mich gar nicht winken, ich müsste, also so, liebe Grüße zu Afrobatics. Ich will das Video auch nicht zu lang ziehen, was, wenn es so furchtbar tontechnisch Katastrophe ist. Und dann ist halt alles scheiße. Trotzdem, ey TK, ich freue mich über dein Album, ey Volkan, ich freue mich, dass wir bald wieder zusammenarbeiten, ey Tommy und Laura, Afrobatics, ich freue mich total auf August, ich kann es kaum erwarten. Ja, Ennepetal, glaube ich. Yeah! Death Row Signing, MATE. Spaß beiseite. Gut, das sind so die Sachen, da freue ich mich drauf. Auf die Saison freue ich mich total. Es wird so anstrengend werden. Ich weiß, letztes Jahr, als ich meine Ausbildung gemacht habe, war ich zwischendurch so müde, dass ich ein Fahrrad mit hatte im Skatepark. Und ich soll ja während meiner Schicht eigentlich nicht arbeiten, außer am BMX-Workshop-Tag. Da kann ich dann halt unterstützen. Ich hatte mein Fahrrad fast 7 Tage die Woche im Auto. Aber an den Tagen, wo ich im Park gearbeitet habe, habe ich es manchmal gar nicht das aus dem Auto genommen. Ja, das hätte ich nie gedacht. Also jetzt gerade, wo ich 2021 wieder angefangen habe, Fahrrad zu fahren, dachte ich, wenn ich diese Chance kriege, Fahrrad zu fahren, ich habe es bei mir. Shit, warum nicht? Aber ich muss sagen, wenn du eine 7-Tage-Woche hast, dann setzt du dich einfach so hin, machst du diese und ja, Bruder, genau, ja. Kennst du auch diesen Song, ja? Ja. Was denkst du? Das fühle ich, Bruder, das fühle ich. Und dein Fahrrad ist im Auto, du chillst auf der Bank so, weil gerade keine Kundschaft ist oder dies, das. Und dieses erste Jahr, wenn kein Kundschaft war, mies auf jeden Fall, einfach nur ein bisschen Kreisfahren, bisschen dies auf jeden Fall in der 6-Stunden-Schicht so eine Stunde Fahrradfahren geklaut, so wenn ich los war. Aber ich muss sagen, so letztes Jahr die 7-Tage-Wochen, nee, 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 da war echt wirklich dieses auf Bank chillen, Freunde treffen, sich mit Gästen unterhalten im Park und so stabil an dem Punkt. Grüße an alle Skate-Gäste, alte Zeche.
Grüße gehen raus an alle Reha-Leute, Marco. Vielen Dank, Philipp, dass ich seit 3 Jahren auch Teil des Teams bin. Macht mir sehr viel Spaß. Heinz und Gerd, ich hoffe, ihr freut euch genauso sehr wie ich auf die Saison. Wir sehen uns Dienstag und ab Dienstag geht es dann los. For right now, ich würde sagen, ich habe mehr als genug Schnittmaterial generiert, um herauszufinden, wie gut oder scheiße die Kamera mit Mikrofon dann ist. Seid gespannt, ob es schlimm rauscht, wie bei den Aufnahmen hinter der Metro. MATE. Jo, Alter, ich nehme meine Uhr ab, schön aus der Schweiz. Die ist auch ein bisschen schlechter als die erste, die ich davon hatte, aber gut. Andererseits finde ich die sehr stabil. Gut, zu viel geredet oder zu wenig. Ich muss mir das auch noch angucken und einen Titel aussuchen. Ich würde sagen, Mate testet Kamera und schwafelt 12 Minuten, vielleicht zu lang. Jo.